So, und damit hallo und herzlich willkommen. Ich habe gerade keinen Ton. Ich höre gerade so schlecht. Jetzt haben wir wieder Ton. Hey, jetzt muss ich nur gerade noch leiser stellen. Oh. So. Richtung mehr kann, oder? Gesundheit. Danke. Ja, ne? Genau. So, dann ich kann irgendwie so nicht spielen, wenn ich... Mit der Dose in der Hand. Hm. Den Typ hat den voll ignoriert. Ja, also er wäre mich ein bisschen sterben. Ja. Nee, ich hab grad von links unten geblubber gehört, das hab ich einfach mal. Und so ein letzten bisschen Brummen. Ja. Ja, blub, blub, blub. So ein Blubbern. Wow. Hier kann ich immer noch nicht rein. Was passiert, wenn ich da bin? Boah, Typ! Oder? Das so sind die größten Geheimnisentdeckungen. Oh, was passiert mit der? Oh mein Gott! Yay, die kennt's ja mehr oder weniger. Oh. Boah, voll abgewehrt, hast du das gesehen? Das war voll geil von mir. Ey! Und wie du voll daneben geschlagen hast erst. Nein! Nach oben? Passt ja dann. Sehr schön. Das letzte Geräusch, was ich bisher kriege. Und schlagen die mit ihren Nasen? Oder was ist das? Weiß ich nicht. Ein Schwert. Nase. Na ja, du geile Elfe. Oh, der Schlüssel. Für welche Tür ist er wohl? Die falsche. Warum haben die dann überhaupt einen Schlüssel gemacht? Warum nicht einfach die Tür von alleine aufmachen lassen? War das die ganze Zeit schon? Du hast einfach kein Leben gehabt, deswegen hast du nur, wenn du volles Leben. Boah, voll geil. Tja, das ist Master Sword. Das ist halt Master. Weil du gerade die Feen in deine Tasche gesteckt hast. Das ist klar, die Tasche. Jetzt hast du voll Energie, klar. Ja, geht nicht an. Ich hab gar nicht in Erinnerung, dass er so schnell schießt. Tja, ich, nee, ich sag jetzt lieber nicht, dass ich schnell schieße. Das klingt komisch. Schnellschuss, Synchro. Naja, wenn man schießt, dann hat es schon eine ordentliche Geschwindigkeit. Wenn man niest, hat es eine ordentliche Geschwindigkeit. Beim Schießen auch. 120 km/h. Feuer, muss doch mit Feuer machen. Muss ja nicht. Boah, ist mir eben gerade erst aufgefallen. Will ich aber, weil ich hab Angst um. Und da kann plötzlich irgendjemand von der Seite und so. Ist natürlich auch wesentlich geiler, wenn man weiß, hier ist nichts mehr. Aber... Oder? Doch nicht, aber... Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Aber Hat das irgendwas gebraucht? Nein, aber... Dann, grad nochmal hier... Zack, oh. Sag mal Boomerang, was halt kein Gerät, fuck. So, Gesundheit. Ja. Vor. Das ist eine Eierbeine. Sehr strategisch. Ja, Mann. Wie die Pfeile heller leuchten als die dunklen. Das sind halt heftige Pfeile, ist so eine Kerze noch drauf. Kann man gedrückt halten? Das passiert, wenn ich auch nicht. Ah, oh, okay. Das sieht gerade aus wie ein Pfeil nach rechts. Noch Passwort, ne? Ja. Halt dich dran einfach. Brauchst du eh nicht, den tötest du eh alle mit Laser. Laser? Oh, das ist doch eine Freiheit, Mann. Ich glaube, ich hätte gar nicht weiter das Pfeil. Vielleicht gibt er dir eine Erziehungsschelle. Ja. Laserschelle. Kick. Für die Freiheit. Doppelkick. Laser. Doppel-Laserkick. Laser. Alter, so der immer hin. Ja, Magie. Ja, ich dachte, wenn schon, dann schon. Oh nein, du kannst keine Laser machen. Ah, doch, vielleicht wieder. Hast du das gesehen, ne?
Was? Hey! Bitch. Ne, zünd ich jetzt mal hier nicht an. Ich hätte es gemacht. Oh, ein Glück hat er nichts gepeilt. Ja, ist echt gut. Feuer, Feuer. Scheiße. Oh. Ah, ah, Mama. So, was hat der jetzt hier zu erzählen? Listen well, Cobest. Even with a master sword, you cannot inflict physical harm on the wizard. You must find a way to return his own evil magic power to him. Yeah. Okay. Muss ich gar nicht. Ja, gut. Ja, klar. Ich weiß, was ich verstehe. Aber es ist schon kein... Oh my god. Bam! Ja. Auch damals eh nie durchgelegt, weil es in Englisch war. Ah. Ja. Das hat aber Probleme bereitet, oder? Nö, nö. Ich hab's ja durchgelegt, von daher. Ich meine, das Lesen, weil es ja Englisch ist. Achso, das meinst du ja natürlich, darum hab ich es erst gar nicht gelesen. Anstatt dass ich hier die Dings einfach mir nehme, nein. Geht so viel einfacher. Ja. Warum? Kommen eigentlich die Items schon raus, wenn du den Krug hochhebst? Weil die da drunter liegen, Majid. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, das war irgendein Arschloch, der hat einfach die Krüge auf die Sachen draufgestellt. Weil er denkt, ja, die gucken in den Krügen nach, aber dann finden sie nicht, was da drunter ist. Ah, der Nasenschwertmann. Oh, hier wärst du, glaube ich, ganz schön gefestet. Ah, die zwei Rubine muss ich. Kann man den? Ja, kaputt. Sei denn, du triffst natürlich. Oh. Läuft. Okay. Oder? Am Arsch! Ja? Von hinten? Ja, von hinten. Ja, gibt's immer noch von hinten. Ich weiß halt, was gut ist. Das ist so kompliziert. Geht. Wer weiß, wie tief das geht. Vielleicht geht es in die Tiefen der Hölle. Kann sein. Oder in die Tiefen des Himmels. Nee, nee. So tief unten, dass du schon wieder oben bist. Juhu! Normales Durchlaufen ist langweilig. Ja, Cobes, I have been waiting for you. Kommt da viel Text, weil dann kann ich kurz einen Schluck trinken. I was hoping I could make Zelda vanish in front of your eyes. Behold, the last moment of Princess Zelda. Yes. Habe ich etwas am besten vorzulegen? Nee, glaube nicht. Magie. Und vorher hat das alles gemacht. Deswegen ist sie ja total bewusstlos. Ah, narkoleptischer Anfall. Ho, 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 ich bin ein Weihnachtsmann, I'm the Santa Claus. With this, the seal of the seven wise men is at last broken. It is now only a matter of time before evil power covers this land. After all, the legendary hero cannot defeat us, the tribe of evil, when we are armed with the power of gold. Gold? Oh, 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 oh no, I must go. Boah, momentane Teleportation. Ja, es wird richtig heftig. Ey, Mann, was ist das für ein ekelhaftes Bett? Das ist doch voll geil, Mann. Wie ist bestimmt in irgendwelchen tollen... Ja. So ekelhafte Tentakels. Toll, ist hier noch irgendwas? Ja, er ist ja da hinten durchgeschwommen.
hier ist hoch, und da. Ich hab gefragt, ob hier im Raum noch irgendwas ist. Hinter Vorhang Nummer 1 musst du nochmal gucken. Well, so, you mean to say you would like to be totally destroyed? Well, I can make it easy. Du musst doch den Laser zurückhauen. Hat er eben das Schild gesagt. Ja, das... Aber Steffen kann ein Laser. Macht total Sinn. Ich glaube nicht, aber es ist nee, mach ich ja nicht immer. Außerdem, ich weiß, was da stand. Ich hab da jetzt nur gerade nicht dran gedacht. Warm. Also, das ist nicht mehr, was da stand. Und Game. Boah, voll fies, ey. Ne? Das ist ja mal voll böse. Ist das so ein One-Kill? Alleine. Das ist deine Antwort. Oh. Jetzt musst du den ganzen kleiner Galatsch noch mal machen. Die Kühlkammer schießen. Ich bin da Dings. Mahaha. Nee, das ist verdammt. Hey. Ey, du kommst nicht rein. Am Arsch. Ja, so also, mit dem Schnellabfällen kannst du das nicht, ich treffe dich dann aber nicht. Bam, sieht immer geil aus, wenn das Band mit dem Wurf so fahren, ne? Das ist aber auch ein Scheiß, ne? Ja. Ja. Am Arsch! Ja, der hat deinem Arsch. Ja, das hat ihn ziemlich lang. Er tut doch gar nicht. Doch, hat er ihn. Er hat ihn in zweite Fahrt. Ja, jetzt haben müsste doch ich in das dritte oder. Oder er hat ihm in sein vorhandenes Arschloch und ihn. Achso, das ist ein bisschen erweitert, ne? Ihn geschwängert. Achso. Oh, okay. Und du kannst nicht durch die Wand durch. Aha! Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Boah, Truhe, die auf ist. Ich schlag dich weiter. Das ist keine Truhe, das ist ein Feuerschellen-Ding. Weiß ich gar nicht, Truhe? Nein. Keine Truhe, Colin, du bist verwirrt. Geh doch mal zurück. Nein. Das ist so eine Feuerschelle. Das Piepen ist ein bisschen penetrant. Ja, da brauch ich es programmiert. Da waren sie am meisten stolz drauf, hab ich so das Gefühl manchmal. Das kannst du haben. Aber man muss ja gewarnt werden, dass man fast tot ist. Ah, yes! Oh, glücklicherweise. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Ja, aber auch nur beinahe. Du nimmst deine Biene, um dich zu heilen. Mhm. Ja, aber Ding jetzt, wenn ihr jetzt beim Endboss seid, wem willst du denn einen Kick geben? Keine Ahnung, wer weiß, ob das überhaupt der Endboss ist. Oder du gibst dem Zauberer den Pilz und er lässt ihn in Ruhe. Hat er ja gesagt, das Böse wird jetzt erst befreit. Wow, ja. Der Pilz ist das Böse. Oh, verdammt, ich hab ihn, da du ihn eingesammelt hast, ziemlich oft, ist seine Macht weiter und weiter angestiegen. Toll, was bringt das überhaupt, den Stein zu verschieben? Das? Oh, der ist runtergefallen, so ein Idiot. Was hat das gebracht? Er ist runtergefallen, weil der Stein so mächtig ist. Ah ja, die ekelhafte Stelle. Tot. Ja. Nochmal nach. Mit dem Gesicht so faceplant. Ja, ehrlich, weil früher dachte ich immer, dass hier aus wie so ein Blob war. Erst mal später so, hat man gesehen, ah ja, das ist halt wie so, da liegt er einfach nur so. Warum muss das hier auch schon so nervig sein? Jo, so hell. Meine Augen. Scheiße. Weil du weggehen, wenn die anfangen zu schwingen? Ja, ich dachte, ich krieg den vorher down. Ich weiß nicht, wie viel der aushält. Ach, super. Super. Scheiße. Guter Start, ja! Komm, hier. Ey, da nehme ich. Er wollte dich nicht töten. Ja, was? Soll ich jetzt, soll ich nicht? Ja. Das ist so wie wenn du mit deinen Karten
aktiv spielst, wenn du schon weißt, du bist gut dran, dann spielst du auch ein bisschen rum, weil du es kannst. Dann habe ich mir schon 1, 2, 3, 10. Ein bisschen kurzsichtig, oder? Nein. Also weitsichtig. Zelda ist das. Oh. Lern das endlich mal. Komm. Ja, sorry, du hast recht. Ist jetzt gerade mit? Ja. 16! 16, Mann. Die haben sich drauf, ne? Vielleicht sollte ich halt mal so aus, ne? Ja. Nee, du kannst nicht die Wand rausreißen. Andere Wand. Ich nehm's mit dem Totschlag auf, er könnte das. Mit dem Laufen machst du, glaub ich, immer nur, was du nur ein, was du nur ein Schaden. Ach so, ja, ich weiß es. Doch bei 16 ist das gut. Also was ich jetzt gerade mal mach, ob es meint. Die Biene freilassen? Genau. Das wollte ich gerade sagen. Na, geil, ne? Aber einmal Endboss musst du mal freilassen, vielleicht ist er allergisch. Wobei ehrlich, das habe ich noch nie gemacht, von daher. Na, ein Bienenstich und er ist sofort tot. Ja, weiß. Kann sein. Witzig, ja. Ich tue eigentlich mal so. Der Pilz wird so mega so. Oh, den weg. Ja. Multimorphing Megapilz. Erstmal. Und dann nehmen wir Tuxedo Mask. Ja, der ist auch toll. Er wollte mal seine dämliche Hose und alles ist dann wieder in Ordnung. Nein, oh Mann! Ist halt wieder so ein Wichser ist das, ne? Aber hey, ja. Jetzt sind wir es wieder gemacht. Was würde ich nicht sagen? Ja, schon da wird auch. Mach ich aber auch Fleisch. Nicht Spaghetti mit Fleisch. Alter, kann jemand Bene irgendwie seine eigene Unterhose bitte in den Mund stopfen? Das kann ich nicht machen, ich wollte nicht. Und während er sie anmacht? Was? Während er sie anmacht? Ist mir egal. Wie hieß das immer noch? Der Ultra-Hosenzieher? Ne, das, wie hieß das immer noch? War das immer noch Hosenzieher und dann Ultra-Hosenzieher oder so? Ich wette, du kannst ja nicht deine Unterhose am Kopf ziehen. Ja, ich wette, du kannst ja nicht die Unterhose am Kopf ziehen, während du sie noch anhast. Ja. Und er hat's gemacht. Ja. Ich glaube, das war ziemlich schmerzhaft. Ja. Kommt drauf an, wie elastisch die Unterhose ist. Ich schicke ihn wieder in die Ecke. Na, Colin, traust du dich, Benes Stringtangle über seinen Kopf zu ziehen? Ich hab Stringtangle. Von allen Supermännern. Nein, ich trau mich nicht. Traust du dich das? Nö, hab ich aber nicht behauptet. Ja, ich hab auch nur nachgefragt. Ein Glück. Ich hab nie behauptet, dass du es behauptet hast. Aber ich meine, Sumo-Ringer ziehen sie hier ständig. Wow, man, das flasht immer. Oh. Du läufst schön. Direkt rein. Sehr schön. Und er wusste was passiert. Ja, ja. Aber ist ja klar, dass du das hast. Der Schatz hier auch. Und sag ich jetzt mal. Alter! Ich will ein bisschen näher rangehen. Ja, gegen zwei kommst du. Du kannst dich einfach mit dem Schild ablocken, glaube ich. So. So, jetzt ist alles wieder an. Keine Ahnung, was das war. Warte, ich kann mal gucken. Ein Layer. Weiß nicht, also... 3 ist auf jeden Fall Background da oben die. 3, Background 4 Layer? Weiß ich nicht. Die Frage ist jetzt, speichere ich jetzt nochmal ab mit dem wenig Leben? Nö. Weil du eh jetzt hier stirbst. Ja, wahrscheinlich. Aber du bist aggressiver als die normal. Ah, ich bin rot, deswegen bin ich böse. Ja, rot macht aggressiv. Aber eigentlich macht das andere Leute aggressiv. Pink macht auch aggressiv, wenn man es zu lange ansieht. Steffens war auch aggressiv, weil es lang in einem anderen Raum ist. Ja, da war's. Oh, 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 oh.
Ach Mann. Und jetzt hast du 909 Münzen. Was hab ich? 909 Münzen. Ja, das ist ziemlich cool. So, jetzt bin ich zumindest schon mal hier. Ciao. Ja, das ist mir egal, ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Alles so viel wie wollt ihr da was? Mhm. Und jetzt mache ich das einfach. Das ist mir relativ okay. Durch. Boah, hast du das gesehen von hinten, ey. Damit rüstet sich Steffen jetzt. Ja. Rüste. Du weißt nicht. Ja, Rüste. Rüsten. Rüste. Jetzt hätte ich es noch ein Leben. Warum gehst du überhaupt da lang? Der ist schon längst abhanden. Ja, ich wollte gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Herz ist. Und ich wollte den Stein hier unten verschieben. So. So. Um das Ganze zu beschleunigen. War der hier alleine? Nee. Da waren ich zwei Bogenschützen. Nee, einer war hier. So, im anderen war er nicht da. Mhm. Da sind beide. Autsch. Oh, Autsch. Das war sein Plan. Er hat so auf den Boomerang spekuliert, dass du zu ihm kommen willst. Aber er hat die Fallenkarte Ben ist zu doof und fällt dann von... Steffen ist zu doof und fällt dann runter gespielt. Ja, jetzt geht's. Gib mir dein Herz. Ich geb dir meins nicht. Alles Gott. Oh nein. Collins Lieblingsmanga. Wer hat es sich den nochmal gekauft? Na, du hättest ihn denn sicher auch gekauft. Naja, er hat ja mal drei random rausgekriegt. Und beim dritten da war ich schon skeptisch. Das haben wir schon in irgendeiner früheren Folge geklärt. Ist ja auch eindeutig klar. Ja. Du hast ja noch die Theorie auf dem Rücken, aber na, ja, auf dem Rücken ist nichts bei dir. Ein schöner Rücken kann er zücken. Ja, dann wird auch so der Forscher machen. Dann kommt sie dann immer raus. Ein Glück hat er gerade einen KI-Aussetzer. Ja. Vermute ich zumindest mal, dass das einer war. Oder er ist wie so ein Buu, wenn du dich umdrehst, dann hat er eins. Ich muss ihn schlagen, ist er wert. Nee, ich muss ihn betäuben. So. Das ist immer so geil. Das ist so ein Auge mit Flügeln. Klar, das ist jetzt aufgefallen. Ich dachte mal, das wäre so ein Bund und das wäre dieses Weiße wäre dann so ein kleiner Zahn, so Fledermausfähig. Oh, was? Ein ich muss das vielleicht öfter spielen, das muss immer wieder was Neues. Was? Dann ist ja gar kein Auge, das ist einfach nur so dieses, ja, über dieses Fledermaus-Ding. Wann hörst du das? Da ist so der schwarze ist so der Bund, das ist das kleine Weiße ist der Zahn. Mal gucken, ob du noch ein letztes Herz findest. Nein. Okay, dann.
keine Laserstrahlen für dich. Laser. Laser. Für die Freiheit. Renn einfach durch, die Tür ist offen. Die auch machen können, ja, das stimmt. So jetzt hat er sie direkt davor gestellt. Das ist ein bisschen penetrant hier. Das sind halt die guten drei, sie müssen die Teamarbeit leisten. Ey. Vielleicht wollen sie es hier dann auch nicht machen. Ja, egal, jetzt kriege ich die auch. Die? Den. Game Menge. Wow. Skill. Luck. Weil ich renn's in die Tür rein. Ja, nee, ich bremse vorher mal ab. So, gut. Ja, damit kann ich noch leben. Und mit dem? Nee, mit dem könnte ich nicht zusammenleben. Oh, was hat er dir getan? Er wollte seine Angst haben. Ja. Deine Angst gehört ja. Nee, lieber den gleich bauen, das ist besser. Miau. Oh cool, direkt in einem durch. Ja, sehr schön sozialer gewesen. Überspringe ich mal, hatten wir ja schon. Oh. Du nicht zu nah ran hier. Oh, okay. Den kannst du nicht abwehren. Doch. Blitz auch nicht. Den kann ich zumindest aufspalten, dann werde ich nur von den einzelnen Kugeln getroffen. Ah, scheiße. Verfolgung, wie fies. Damit habe ich nicht gerechnet. Aim Assist, ja. Habe ich aber auch. Scheiße, ja, war klar. Immer nach zwei Treffern kommt der böse Blitz. Aber ich habe ja gar nicht so weit hinten hier abgespeichert. Vielleicht schaffe ich es jetzt ab. Aber durch, aber durch. Ja, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Warte, kann ich besser. Boah, hast du das gesehen? Schönes Bild. Ich habe da Keule der Wäsche gegessen. Boah. Ah, okay, wenn ich sie betäube, verlieren sie immer einen Diamanten. Einen Diamanten? Ja, nein. Oh, safe. Jetzt kannst du Laser ausschießen. Mhm. Laser. Aber damit kann ich mich wahrscheinlich auch nicht verletzen. Ja, ist egal, aber sieht gut aus. Ja, sieht echt stylisch aus. Vor allem, vielleicht kann ich damit die früher abwehren. So, weißt du, so einen auf den Bam, da hab ich sie verletzt. Oh, yeah, Julius kann es gut. Nee, egal. Ne, das kann ich nur direkt mit dem Schwert, okay. Medium. Ja. Medium. Scheiße. Medium? Der Magier schon nicht durch. Scheiße, Mann. Ich weiß ja nicht, wie ich da stehen kann. Versuch doch einfach mich einzuwenden. Dann dreht, er dreht sich ja mit. Auch noch bei den Angriffen. Um ihn rum. Das macht er hier ja auch noch. Aber okay. Na den, ja. Nee. Jetzt kommen wieder die Blitze. Auch nicht, okay. Ich glaube, vielleicht macht ihr immer noch von da oben. Kann natürlich auch sein, weiß ich nicht. Also hat er bisher immer noch so. Du kannst dir merken, wenn er sich oben direkt in die Mitte stellt, dann ist das ein Blitz wahrscheinlich. Ach scheiße, und ich lauf voll rein. Ja, das ist
That's a true hero that you are, but I'm not ready to admit defeat yet. I will draw you into the dark world. Communicating to you across the void through telepathy. Yeah, the place where you know that was the golden land, but evil power turned it into the dark world. The wizard has broken the wise man's seal and opened the gate to link the worlds at Hyrule Castle. In order to save this half of the world, the light world, you must win back the golden power. You must also rescue the seven maidens who again sent to the dark world as members of the blue bloodline of the seven wise men. They have power that will surely help you. The maidens are locked in hidden dungeons full of evil creatures and dangerous traps. The Palace of Darkness should be your first goal in this world. Quest, I can rely on you, only on you, yeah? Please make this old man's wishes come true. I beg you! But I sense your head. Before you go any further. Alter, wie geil, das habe ich noch nie in meinem Leben gelesen. Warte mal. Oh, geil, ey. Wow, Steffen, Mann, was machst du? Find the moon pearl on the Death Mountain. It will protect you from the dark world's magic, so you can keep your heroic Was. Ey, das ist echt selten. Wirkt zum ersten Mal. Das ist mal mega geil. Ich will nicht zum Monster hinlaufen. Doch. Hey, ja, habe ich auch noch nie gemacht. Ja, jetzt ist man natürlich auch mal hier in der Hase. Ist ja geil, ey. Steffen macht tolle Sachen. Mhm. Ein Hase gerennt. Ja klar, dass die auch diese geile Musik mit dem Hase ist. Ich frage mich, wie er sich im Moment gerade fühlt, so in Furry zu sehen. Ziemlich hasig fühlt er sich gerade. Hey. Oh ja. Der war sogar so ein Bild von mir. Ja. Ein 8-Bit. Die Leute müssen aber auch kennen. Oh, guck mal, das hat er nicht kommen sehen hier. Ja. Ich dachte mal. Wo mal rein to the face. Geh erstmal Runde pennen. Ja. So. Sehr schön, und dann würde ich sagen, das ist Safe State. Das, das war jetzt eine etwas längere Folge, ne?